Der Bau und Betrieb von Gebäuden sind für 40% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir nachhaltige Baustoffe verwenden und unsere Städte ökologisch sanieren. Wir stellen euch heute 4 Unternehmungen aus Wien und Niederösterreich vor, die an Projekten und Lösungen arbeiten, um das Bauen nachhaltiger zu gestalten. Wir sind jetzt hier in Böhmkirchen bei einem ganz besonderen Objekt, das fast ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Und wir treffen jetzt den Robert Wimmer von der GRAT, Gruppe Angepasste Technologie. Er beschäftigt sich schon seit Mitte der 80er Jahren mit nachwachsenden Rohstoffen, angepasste Technologien und so weiter. Und jetzt schauen wir, was er uns dazu erzählen kann. Das ist unser Mehrparteien-Wohnhaus, das in einer speziellen modularen Fertigung errichtet wurde. Das kann man sich so vorstellen, fertige Container in Halle vorgefertigt. Wir haben das virtuelle Fabrik genannt, allerdings von Kleinstbetrieben. Das Leitprinzip von dem gesamten Projekt ist, weitestgehend mit nachwachsenden Rohstoffen zu bauen, möglichst energieautonom das zu betreiben, diese modulare Bauweise und die virtuelle Fabrik in der Herstellung. Zunächst werden die Module vorgefertigt, dann auf die Baustelle geliefert und montiert. Und nachdem alle Module angeliefert und montiert wurden, kommt hier dann eine vorgesetzte Fassade mit einer rauen Lärchenschalung und die wird hinterfüllt mit dem eingeblasenen Strohdämmstoff. Das ist mit einer Stroheinblasdämmung, die ist nur mechanisch aufbereitet, hat keinerlei chemische Zusätze. Die Wege sind nicht asphaltiert, weil wir eben keine Flächenversiegelungen verursachen wollen. Und das Gebäude ist auch nicht unterkellert, sondern es steht auf Punkt- und Streifenfundamenten und ist unterlüftet. Hat den Vorteil, dass auch die Bodenplatte und auch der Bodenaufbau mit Stroh gedämmt werden kann, so wie das gesamte Gebäude. Wir konnten durch diese Punkt- und Streifenfundamente allerdings den Betonverbrauch im Vergleich zu einer konventionellen Bodenplatte auf 1/16 reduzieren. Die Wohnungsgrößen unterscheiden sich natürlich basierend auf dem modularen Konzept. Die kleinsten, das sind ungefähr 60 Quadratmeter, bestehend aus 2 Modulen, 2 unten, 2 oben, 2 getrennte Wohnungen. Die obere hat immer einen Balkon, während die untere hat einen Terrassenbereich. Die nächste Wohnungsgröße besteht aus 3 Modulen und die größten Einheiten sind diese Reihenhaustypen, die jeweils 2 unten und 2 oben haben und somit aus 4 Modulen bestehen. Wir haben es Probewohnen genannt, weil wir natürlich das im Test betreiben, um Echtzeitdaten zu generieren. Wir haben sowohl bauphysikalische als auch raumklimatische Parameter und natürlich die gesamten Energieverbräuche. Und wir wollen natürlich zeigen, dass das massentauglich ist. Um das zu zeigen, haben wir eben das recht umfangreiche Messprogramm dazu. Zusätzlich zu der Handy-App, auf der man sehen kann, wie der aktuelle Energieversorgungsstatus ist, gibt es noch eine sehr viel einfachere, direkte Übersicht und das ist die sogenannte Energieampel. Das ist in jeder Einheit montiert und ist im Prinzip eine Rot-Grün-Schaltung. Wenn diese Energieampel grün leuchtet, dann weiß man, es gibt einen Gesamtstromüberschuss am Gelände und dann kann man natürlich die Maschinen, Waschmaschine, Geschirrspüler etc. einschalten und weiß, es wird mit dem selbst erzeugten Strom versorgt. Es ist eine freiwillige Möglichkeit, sich hier an der Energieoptimierung zu beteiligen. Urban Mining bedeutet, dass man die Stadt als Rohstofflager der Zukunft begreift. Und wir besuchen jetzt die Materialnomaden, die genau diesen Prozess erforschen und viele Leuchtstoffprojekte in diesem Bereich haben. Andrea Kessler wird uns dazu jetzt gleich mehr erzählen. Wir als Materialnomaden sind
am Standort in der Kegelhalle hier im 10. Bezirk bei der Begleitung von Bauprojekten, die wieder- und weiterverwendete Bauteile und Materialien einsetzen. Unsere Projekte beginnen mit dem Rückbau eines vorhandenen Gebäudes. Wir sehen die Stadt als Ressourcenlager. Die Bauteile, die für eine Wiederverwendung geeignet sind, weisen wir in sogenannten Bauteilkatalogen aus. Und die Bauherrschaft bzw. die Planenden und die Architekten können auf diese Materialien zugreifen, indem sie diese bereits zu Planungsbeginn in ihren Neubau einbinden. Wir sind 3 Firmen am Standort, die hier kooperieren. Die Materialnummern begleiten eben konsultierend. Bauherrschaft und Planende. Die zweite Firma ist die Genossenschaft HarvestMap. Die vermittelt diese weiter- und wiederverwendbaren Bauteile auf einer Plattform in Kooperation mit einem holländischen Projekt. Bei der Umsetzung sind wir mit der Firma Bauteiler in Kooperation, um diese Pilotprojekte in den Bau zu integrieren. Wir sind eben tatsächlich mit sehr vielen Leuchtturmprojekten beschäftigt, weil die Regulative und die Gewährleistungen und Haftungsfragen diesbezüglich sozusagen in den nächsten Jahren entwickelt werden. Das, was wir tun mit Materialnomaden, ist hier in Österreich Pionierarbeit für die kreislauffähige Baubranche. HarvestMap ist eine Plattform, da trägt sie ihre Aufgabe im Namen des Materialerntens, also Harvesting, basierend auf der Tätigkeit, Material zu erkunden und zu sichten, welches einem Kreislauf erhalten bleiben kann. Wir haben zum Beispiel hier aus einem Kunstwerk Natursteine, die üblicherweise wieder auf der Mulde landen. Diese Steine werden heute nicht mehr abgebaut, die Ressource ist versiegt. Wir finden diese Steine aber in den Gebäuden und somit sind die Gebäude aktive Lager. Städten für Bauteile, Materialien, die in Österreich nicht mehr abgebaut werden. Wir verwenden sehr hochwertige Materialien. Wir verwenden Holz, Stein, Glas. Wir meiden Kunststoffeinbauten. Wenn wir die Rückbaufähigkeit von Gebäuden betrachten, dann merken wir eindeutig, dass Gebäude aus dem 19. Jahrhundert gut rückbaubar sind. Da sind keine Bauteile, keine Produkte verklebt. Wir beschäftigen uns derzeit viel mit Gebäuden aus den 70er und 80er Jahren. Da geht sozusagen der Rückbau einher mit einer Schad- und Störstofferkundung. Da kommen immer wieder viele Teile zutage, also Eternit, Klebstoffe, die aus dem Kreislauf genommen werden müssen. Das heißt, sie werden fachgerecht entsorgt. Es sind auch in diesen Gebäuden wertvolle Stoffe verbaut, Vollholz, Stein. Die kommen bei uns in den Bauteilkatalog. Die beinhaltet die Objekte, die wir für eine Wiederverwendung geprüft haben. Gibt es Beschreibungen des Materials in seiner Größe, in seiner Formgebung, in seiner Anzahl, Quantität, Qualität? Die Gebäude, die heute errichtet werden, lehnen wir ab, rückzubauen. In Floridsdorf in Wien steht das Vivi-Haus. Das Vivi-Haus ist ein Modulhaus, dessen einzelne Module aus Holz, Stroh und Lehm bestehen. Außerdem eignet sich das Vivi-Haus für den urbanen Selbstbau. Wir treffen jetzt Mika Fürst, einer der Architekten, die das Vivi-Haus entwickelt haben. Wir als Gründer Fürst Kichler Schulz vom Vivi-Haus sind alles Architekten, die früher kleine Einfamilienhäuser gebaut haben in Strohballenbauweise, also in Ökobauweise. Und irgendwann kam es zu dem Punkt, wo wir uns überlegt hatten, diese ökologische Bauweise in die Stadt zu bringen und dann eine Bauweise dafür gesucht haben. Wir befinden uns in einer Holzskelettbauweise, die für 6-geschossige Gebäude ausgelegt ist. Und die Holzskelettbauweise besteht aus den 32 auf 32 cm Stützen. Auf den Stützen wird dann dieser Stahlknoten aufgesetzt in der Montage und dann jeweils auf jeder Seite des Stahlknotens die Deckenelemente eingesetzt. Der Selbstbau bezieht sich auf die gesamte Vorfabrikationsphase, die heutzutage sehr stark in der Halle stattfindet. Das hat viele Vorteile, dass man am Boden arbeiten kann, dass es kein Wetterproblem gibt, dass das Qualitätsmanagement einfach funktioniert. Das Vorurteil vom Selbstbau kommt ja eigentlich aus der Einfamilienhauskultur, wo praktisch die Familien oft jahrelang so vor sich hinbauen und das nimmt kein Ende. Den mehrgeschossigen Wohnungsbau hat jeder viel weniger Oberflächen und Außenhüllflächen zu produzieren.
Wir haben jetzt diesen Prototyp in Bauworkshops angeleitet, so wie auch jetzt gerade dieser Lehmputz-Workshop stattfindet. In der Vorfabrikationsphase haben wir eine Woche gemacht für eine neue Gruppe, die das lernen will. Und dann in der nächsten Woche kam eine neue, noch unerfahrene Gruppe und die wurde wieder neu eingeschult. Dann haben wir innerhalb von, ich glaube, 10 Wochen alle Hüllflächen des Gebäudes, also alle Fertigfassadenelemente und alle Deckenelemente vorfabriziert. Der Aufbau hat 5 Tage gedauert und das war schon langsam. 2,5 Tage sollte es ungefähr dauern. Das Vivihaus-Bausystem ist nicht nur eine ökologische Bauweise, die aus vielen nachwachsenden Rohstoffen besteht, sondern eines der wichtigsten Kriterien ist diese Kreislauftauglichkeit auf allen Ebenen. Unter anderem eine Ebene wäre das Rückbauen, das zerstörungsfreie Rückbauen, wo ich praktisch alle Fertigteile zerlege, auseinanderbaue und auf einer neuen Baustelle wieder zusammensetzen kann. Rund 20% des Wiener Gebäudebestandes ist das klassische Wiener Zinshaus. Normalerweise werden bei Sanierungen die kompletten Fenster entfernt und durch einfache Scheiben und eine Mehrglasisolierung ersetzt. Der Architekt Georg Lux hat genau für diesen Anwendungsfall nun eine Lösung gefunden, wo nur der Innenflügel ersetzt wird, das Wiener Komfortfenster. Das Wiener Komfortfenster ist eine Möglichkeit, historische Kastenfenster mit einem geringen Eingriff zu modernisieren. Wir arbeiten nur an der Innenfensterebene und erhalten eigentlich den Großteil des Fensters, also die Außenebene und den Kastenstock. An der Fassade außen ändert sich dadurch nichts, aber wir bieten mit dem System moderne Technik im Fenster, sehr guten Schall- und Wärmeschutz. Wir modernisieren oft bewohnte Wohnungen. Im Zuge des Einbaus gibt es sehr moderaten Staub und Lärm. Die Innenfensterflügel werden dann praktisch neu gebaut mit der modernen Technik und der Kastenstock und das Außenfenster bleiben erhalten. Und so modernisieren wir praktisch das Gesamtsystem, sodass es von den technischen Werten und von der Leistungsfähigkeit einem modernen Fenster gleichwertig ist. Wir haben die Möglichkeit, auch im Innenfenster verschiedene Gläser zu verbauen, die auch über verschiedene Schalldämmwerte verfügen. Das Gesamtsystem ist dann einem Schallschutzfenster ebenbürtig. In der Innenfensterebene verwenden wir hochwertiges Isolierglas mit einem U-Wert von 1,1 und das bedeutet, dass wir eigentlich für das Gesamtsystem den Wärmedurchlass um 60% reduzieren können auf einen U-Wert von 1,0. Das bietet auch einen Vorteil im Sommer, weil es auch vor der Überhitzung schützt. Durch die schlanken Profile und durch die Flexibilität im System ist das System auch für den Denkmalschutz geeignet. Wir fertigen diese Fenster und produzieren auf Maß, passend zum bestehenden Teilungssystem des Fensters, und auch die Rahmenbreiten und die Ausführungsvarianten wählen wir, je nachdem wie der Bestand eben sich darstellt. Diese Sanierungsmethode, dadurch, dass wir nur einen Teil des Fensters erneuern, ja auch eine sehr nachhaltige Lösung ist und dass auch der Lebenszyklus des Kastenfensters ja eigentlich sensationell ist, weil diese Fenster sind schon 120 Jahre alt und durch die Aufwertung um die technischen modernen Werte kann auch der Lebenszyklus noch lange verlängert werden. Wir haben in diesem Fall ein sehr spezielles Glas gewählt mit einer Folie, die sich elektrisch zu Milchglas umswitchen lässt. In dem Fall sieht man jetzt eine leichte Tönung. Die Oberlichten sind ohne diese Folie ausgestattet. Da sieht man einen leichten Unterschied. Das waren sie also, unsere 4 nachhaltigen Lösungen für den Baubereich. Und wer mehr erfahren will, der muss zum nächsten Open House Wien kommen.